sitzen schon die kleinen Biber. Hallo. Na? Erstmal kurz sitzen, ne? Bisschen viele Stative dabei. Weil da hinten Leute knutschen. Und irgendwann schlägt er zu. Herzlich willkommen im Greifswalder Nachtleben. Hier stirbt der Bär. Zumindest nicht der Bär, aber diese kleine Katze. Miau! Hallo. Na? Ja, hallo. Oh, die will nicht. Egal, machen wir erstmal Licht an. Ah, schönen guten Tag. Heute soll es um das Nachtleben in Greifswald gehen. Ich habe schon seit 4 Jahren, glaube ich, jetzt einen persönlichen Reiher hier in diesem Hafen. Und mit diesem Reiher haben wir heute so einiges vor. Und dafür haben wir ein Objektiv dabei, dieses. Und das Schöne ist, nicht nur ein Reiher treibt sich hier rum, sondern Fischotter und Biber und ein Fuchs. Also es ist einiges los. Erstmal kurz sitzen, ne? Gehen wir erstmal dahin, wo diese Geschichte vor 4 Jahren anfing. Okay, wir können doch noch nicht gehen. Die Katze ist wieder da. Miau. Ich habe leider eine Katzenhaarallergie. Oh, aber das weiß ja die Katze nicht. Nee, wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, am Ort des Geschehens. Auf dieser schönen Brücke hat alles angefangen. Ich bin hier des Nachts, vielleicht ein wenig angetrunken, über diese Brücke gefahren und habe mit einem Kumpel einen Vogel. Und da habe ich mich natürlich gefragt, was ist denn das für ein Vogel? Und tatsächlich, es war ein Graureiher, der hier des Nachts sein Unwesen treibt. Und deswegen habe ich mich darauffolgenden Nächte hier in den Hafen aufgemacht und habe ziemlich viele Bilder von diesem Reiher gemacht. Ja, ich nehme euch einfach mal ein bisschen mit. Auf geht es! Nun müssen wir das Vieh erstmal suchen. Ist er vielleicht hier? Dann saß er auch mal hier. Oder er saß auch mal hier. Auf so einer alten Schiffsleine. Also er sitzt sehr gerne auf Leinen, aber da sitzt er heute nicht. Ein bisschen viele Stative dabei. Ich habe nie Stative dabei. Stative sind hier ziemlich unnütz. Man hat generell eigentlich immer sehr viel zu tun hier. Dauernd quatschen einen Leute an. Da hat man mal einen Schnack an der Brücke und was machen Sie denn da? Ach so, fotografieren Sie den Mond? Nein. Einen Vogel? Ich sehe keinen Vogel. Grundsätzlich funktioniert das so, dass man da hinten die Reflexionen der ganzen Straßenlaternen sieht. Und davor muss man jetzt einen Reiher kriegen, damit man ihn irgendwie sehen kann. Ich kann auf jeden Fall nicht mehr einfach so durch den Hafen fahren, ohne nach diesem Reiher zu gucken. Diese Treppen könnt ihr euch schon mal merken. Die werden nämlich hinterher in einem Bild zu sehen sein. Und zwar steht der Reiher ganz gerne mal hier an dieser Kante. So. Und wenn er dann hier so steht und ins Wasser guckt, ungefähr so, ich meine, ich würde verrückt werden. Man sieht ja auch nichts. Steht er aber auf jeden Fall an dieser Kante und lässt sich nicht stören. Und irgendwann schlägt er zu. Damit euch das ein bisschen klarer wird, wie das hier funktioniert. Ich glaube, ich würde immer ins Wasser fallen, wenn ich irgendwann einschlafen würde. Hier zu meiner Linken sieht man Treppen. Ihr könnt euch ja noch erinnern, wo der Reiher war. Hier habe ich also einen Blitz mit einer Fernsteuerung hier hingestellt. Und dann bin ich da so rangekrochen. Ungefähr so. Und dann fragt ihr euch natürlich, wo bin ich dann hingegangen? Das zeige ich euch auch. Habe ich mich auf jeden Fall hier hingesetzt und dann in diese Richtung fotografiert, um dann da den Reiher zu fotografieren. Und dieses Bild, das zeige ich euch jetzt mal. La. Schaut es euch genau an. Das, was ihr da gerade seht, sind Regentropfen und dementsprechend nass war ich auch. Aber glücklich. Ich weiß wirklich noch, dass ich hier im Hafen saß und vor Glück gejubelt habe. Es war ein wirklich schöner Moment. Und damals wusste ich noch nicht, dass das damals mein erstes Bild war, was den 2. Platz beim Europäischen Naturfotograf des Jahres gemacht hat. Das hat mich natürlich noch mehr gefreut, weil das ein Bild ist, was ja, ich mir wirklich sehr lange erarbeitet habe. Das machte dann auch irgendwie Spaß. Irgendwie zeigt mich dieses Licht ja auch nicht von meiner besten Seite. Ich habe Augenringe bis zum Mond, du. Da ist er. Weiter geht's. Auch hier ist der Reiher nicht vorhanden. Aber dann erkläre ich euch noch ein weiteres Bild. Schönen guten Tag. Reiher mein Name. Wie Sie sehen, fahren dort hinten Autos. Das habe ich mir zunutze gemacht. Und als der Reiher hier stand, habe ich mir das genau angeguckt und gewartet. Und ich lag da ganz hinten irgendwo und habe dann versucht, den Reiher genau vor einem Autoscheinwerfer zu bekommen. Auf jeden Fall hat es ganz schön lange gedauert, bis ich dann diesen blöden Kopf von diesem Reiher mal vor einem Autoscheinwerfer hatte. Aber auch dieses Bild hat mich gefreut. Hier ist es. Jetzt müssen wir den ganzen Weg wieder zurücklatschen. Man latscht doch insgesamt sehr viel. Ich an eurer Stelle würde mich langsam fragen, ob der Junge auch mal zu Potte kommt.
und nicht nur labert, sondern den Scheißreiher auch empfindet. Hier ist übrigens der Mond. Eigentlich hatte ich auch mal ein Foto vor, in dem man den Mond im Auge des Graureihers sieht. Mir fehlt das geeignete Equipment. Falls mir jemand seinen 800mm 5,6 leihen möchte, ich würde es ausprobieren. Hier sind übrigens sehr viele Boote. Oh, er fliegt. Und gerade haben wir eine typische Situation beim Reiher erlebt. Man geht durch den Hafen, man findet ihn, er sitzt dort, dann läuft irgendein Auto vorbei und dann fliegt er weg. Aber wenn wir schon mal hier sind, kann ich euch natürlich auch meine Lieblingsstelle für den Reiher zeigen. Das ist nämlich diese hier. Sie sieht etwas unbedeutend aus. Merkt euch dieses Panorama, ihr werdet es vielleicht noch auf einem Bild sehen. Ja, und da sitzt der Reiher immer auf diesem Schlauch. Ein Schilfrückhalteschlauch. Nun ja, und ich laufe dann hier immer so rum. Ich meine, jetzt ist der Reiher nicht da, es tut mir ja auch leid. Auf jeden Fall kann man dann hier so runter gucken und dann steht er da und guckt einen blöd an. Manchmal muss man sich auch einfach mal auf eine Bank setzen, weil da hinten Leute knutschen und da will ich natürlich nicht stören. Ich sehe alles. Ich bitte um Musik. Wie ihr gesehen habt, hat das alles nicht so gut geklappt mit dem Reiher. Und wenn es der Scheuerreiher ist, dann möchte ich ihn noch nicht weiter ärgern. Damit ihr aber mal seht, was man mit diesem Reiher hier überhaupt machen kann. Der Zahmreiher ist nämlich sehr entspannt. Und da habe ich eben die letzten 4 Jahre einige Bilder gemacht. Und die möchte ich euch jetzt auch gerne mal zeigen. Viel Spaß mit ganz viel Reiherbildern. Und bis gleich beim Biber. Biber leben in einem anderen Teil des Greifswalder Hafens. Deswegen müssen wir da jetzt erstmal hinlaufen. Generell läuft man in der Naturfotografie für meinen Geschmack ein bisschen viel. Und schon sind wir beim Biber angekommen. Und jetzt müssen wir ganz leise sein. Denn ich bin hier auf einem Steg und genau unter mir sitzen schon die kleinen Biber. Und ich weiß nicht so genau, wieso sie so zahm sind. Aber in einem Hafen laufen einfach sehr viele Menschen rum. Und sie haben sich einfach schon total an den Menschen gewöhnt. Deswegen kann man diese Biber hier des Nachts sehr gut beobachten. Und das soll es für heute auch schon wieder gewesen sein. Moment mal, hat der Junge da etwa keine Bilder gemacht? Nein, wenn ihr Baby-Biber-Bilder sehen wollt, müsst ihr in 4 Jahren nochmal vorbeischauen. So lange dauert das nämlich ungefähr, bis man ordentliche Bilder hier im Kasten hat. Bei den Reihern hat es auch 4 Jahre gedauert. Also, abonnieren und schon seid ihr in 4 Jahren mit dabei. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick in das Greifswalder Nachtleben geben. Und der Biber hat hier auf jeden Fall die Führung übernommen. Er macht sich in der ganzen Stadt breit und knabbert jetzt auch die Stadtbäume an. Und jetzt musste sich sogar schon das Denkmalschutzamt einschalten, weil er ja Bäume angefressen hat, ja, zum Denkmalschutz gehören. Deswegen haben hier viele Birken und auch andere Bäume jetzt so ein unauffälliges Gitter bekommen, damit sie ja nicht mehr vom Biber angefressen werden. Ich wünsche euch viel Spaß beim nächsten Video mit Hermann. Und ich gehe jetzt ins Bett. Es ist nachts um 2:30. Es reicht. Die Biber müssen ohne mich klarkommen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.